Auch im Jahr 2016 gibt es noch immer Menschen auf dieser Welt, die täglich nicht genug Nahrungsmittel zu sich nehmen können, um ihren Energiehaushalt abzudecken. Das trifft auf ca. 800 Millionen Menschen derzeit zu. Anders gesagt, fast jeder 11. Mensch auf dieser Welt leidet derzeit an Hunger. Glücklicherweise ist die Anzahl der Hungernden in den letzten Jahren gesunken, denn in den 90ern litten noch über 1 Milliarde Menschen an Hunger. Doch in vielen Ländern dieser Welt ist Hunger nach wie vor sehr real. Das trifft vor allem auf afrikanische Länder wie Äthiopien zu, asiatische Länder wie Indien und latein- und südamerikanische Länder wie Bolivien und Nicaragua. Paradoxerweise kommen über 80% der Menschen, die an Hunger leiden, aus Ländern, die einen Nahrungsmittelüberschuss produzieren. Wo liegt also das Problem? Für den Hunger sind natürlich viele Faktoren verantwortlich. Darunter Armut, klimatische Bedingungen und Naturkatastrophen, politische Unruhen, Kriege, Aufstände. Doch auch unser Konsumverhalten in der westlichen Welt trägt maßgeblich zu Armut und Hunger in der dritten Welt bei. Wie schon in meinem Beef Basics Video Nummer 2 erwähnt, werden ca. 50% der weltweiten Getreideernte und über 90% der weltweiten Sojaernte an Tiere verfüttert. Dazu kommen nochmal 40% der gefangenen Fische. Das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass man für die Erzeugung von 1 Kilogramm Fleisch das 10- bis 16-fache an pflanzlichen Nahrungsmitteln benötigt. Doch diese Futtermittel stammen zu großen Teilen eben nicht aus jenen Ländern, in denen das Fleisch produziert oder konsumiert wird, sondern eben aus Ländern der dritten Welt. Und dabei nicht selten auch aus Ländern, in denen Hunger herrscht. Der Nettolandhandel des südamerikanischen Kontinents beträgt 12,8 Millionen Hektar. 12,8 Millionen Hektar, auf denen zu großen Teilen Sojafelder stehen, die einzig und allein für europäische Nutztiere bewirtschaftet werden. Durch die Produktion von Nahrungsmitteln auf diesen Flächen und dem anschließenden Export dieser Nahrungsmittel sinkt das Angebot von Lebensmitteln in besagtem Land. Die Nachfrage aber bleibt dieselbe. Folglich steigen die Preise und die Menschen können sich ihre eigenen Lebensmittel nicht mehr leisten. Ein paar Beispiele. 1996 lebten in Brasilien über 160 Millionen Menschen, von denen 32 Millionen an Hunger litten. Und das, obwohl die Ernte für über 300 Millionen Menschen ausgereicht hätte. In Guatemala sind 75% der Kinder unter 5 Jahren unterernährt. Und trotzdem werden jährlich über 17.000 Tonnen produziertes Rindfleisch in die USA exportiert. Und auch für die Mästung dieser Tiere waren große Mengen an Getreide und Mais notwendig, die den Kindern nicht zur Verfügung stehen. Statistisch gesehen reicht die heute produzierte Nahrung für alle Menschen auf der Welt aus. Wenn heutzutage jemand an Hunger leidet, dann liegt das nicht an absolutem Nahrungsmangel, sondern an Armut und an ungerechter Verteilung. Und daran haben auch wir zu schaffen. Auch der schädliche Einfluss der Massenproduktion auf die Umwelt macht sich in Entwicklungsländern überproportional bemerkbar. Wie schon in meinem Beef Basics Video Nummer 2 erwähnt, verbraucht die Produktion von Tierprodukten deutlich mehr Wasser als die gleiche Menge an pflanzlichen Nahrungsmitteln. Das liegt daran, dass die Herstellung der riesigen Mengen Futtermittel unglaublich viel Wasser benötigt. Das aber nicht am Ort des Konsums, sondern am Produktionsort der Futtermittel in eben diesen Ländern. Das ist einer der Gründe, warum in genannten Ländern die Grundwasserspiegel immer weiter absinken und die eher kleineren, nicht so tiefreichenden Handpumpen in den eher ländlichen Gegenden dieser Länder nicht mehr ausreichen, um Grundwasser zu fördern. Über 90% der global angebauten Sojapflanzen und über 60% der Maispflanzen sind genmanipuliert. Der Vorteil dieser Manipulationen liegt darin, dass die Pflanzen gegen Glyphosat resistent sind. Ein Herbizid, das eingesetzt wird beim Anbau dieser Pflanzen, um alle nicht resistenten Pflanzen abzutöten. Durch das Essen von genannten Pflanzen nehmen Menschen dieses Pestizid, dieses Vernichtungsmittel, aber ebenfalls auf. In den letzten Jahren geriet Glyphosat immer wieder in Verruf, weil einerseits noch keine Langzeitstudien
über die Wirkung dieses Vernichtungsmittels im menschlichen Körper existieren und zum anderen, weil es in immer mehr Lebensmitteln nachgewiesen werden kann. Es könnte außerdem für das Bienensterben mitverantwortlich sein. Mehr dazu vielleicht ein anderes Mal. Während hierzulande noch über das Für und Wider des Pestizideinsatzes diskutiert und debattiert wird, spürt man in Ländern wie Argentinien, aus dem übrigens ein Viertel des weltweit gehandelten Sojas kommt, bereits die Auswirkungen des Pestizids auf den menschlichen Organismus. Denn dort wird dieses Pestizid ohne Rücksicht auf die Umgebung aus Flugzeugen auf die Felder gekippt und das in so großen Massen, dass es dabei auch in das Grundwasser sickern kann. Glyphosat ist nachweislich genotoxisch und kann damit zu erhöhtem Krebsrisiko führen, zu Fehlbildungen bei Neugeborenen und auch andere Krankheiten und Behinderungen hervorrufen. Aus diesem Grunde wird bei Menschen, die nahe der Felder leben oder dort arbeiten, nachgewiesen, dass diese viel häufiger krank sind als Menschen, die zum Beispiel in der Stadt leben. Das Gleiche trifft auch auf Menschen zu, die ohne hinreichende Schutzmaßnahmen mit diesen Mitteln arbeiten. In Argentinien wird nachgewiesen, dass Kinder, die nahe der Felder leben, auf denen das Unkrautvernichtungsmittel aufgetragen wird, dreimal häufiger an Leukämie, Lymphknotenschwellungen und verschiedenen Krebsarten erkranken. Und die Anzahl der Fehlbildungen bei Neugeborenen ist über das Vierfache höher. In einer globalisierten Welt ist es nun mal wichtig, seinen Konsum zu überdenken, da dieser überall auf der Welt Auswirkungen haben kann. Das betrifft natürlich nicht nur das Essen. Das betrifft auch Kleidung, Verkehr, Energienutzung, die Erzeugung von Abfall und so weiter und so fort. Die Achtsamkeit in Bezug auf diese Dinge schließt sich aber nicht gegenseitig aus. Wer Fairtrade-Kleidung kauft, handelt in diesem Aspekt zwar gut, ist aber dennoch dazu angehalten, seinen Konsum auch in anderen Aspekten zu überdenken. Es ist nicht mehr zu leugnen, dass unser Konsum auch anderswo auf der Welt massive Schäden erzeugen kann und Leid. Und es liegt in der Verantwortung eines jeden von uns, dieses Leid so gering wie möglich zu halten.